you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zur ersten Folge meines Osterspecials 2017. Ja, ich habe die kleine Honeydew dabei und die macht jetzt ihrem Namen noch mehr Ehre, weil jetzt ist sie nicht nur so ein bisschen wie dunklerer Honig, sondern hat auch noch honiggelbe Schleifchen und eine Decke drauf. Hat den Hintergrund, ich habe jetzt das Moorland-Set genommen, weil ich finde, dass das zu dem Gelb besser passt als das andere. Ich habe ihr diese Osterdecke verpasst und so hellgelbe Schleifchen, ich dachte, die passen ganz gut dazu. Und guck, das ist das kleine neue Haustier, das Küken mit der Eierschale am Kopf. Ich glaube 39 Starcoins oder sowas kostet das. Ist also eigentlich auch nicht wirklich teuer und es gibt es jetzt nur zu Ostern. Deswegen musste ich da einfach zuschlagen. Ich finde es so, so, so süß. Ja, und die ersten Aufgaben mit Huffy. Wir reiten jetzt zu Felix und beginnen dort die Osteraufgaben. So. Zack, da sind wir auch schon. Hallo Dina, frohe Ostern. Du möchtest doch sicher Ostern auf die Jorvikscher Art feiern, oder? Und du hast nie Ostern in Jorvik gefeiert? Das ist das Schönste auf der Welt. Wir verstecken immer Eier füreinander und wer alle versteckten Eier von einer Person findet, der bekommt ein Geschenk. Es muss nichts Teures sein, da es ja hauptsächlich um die Suche geht. Ich bin sehr gut darin, Eier zu verstecken. Glaubst du, dass du all meine Eier finden kannst? Finde alle Eier. Okay. Sind die irgendwie hier markiert? Nein, die sind nicht markiert auf der Map. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal durch Silverglade rum eiern. Haha. Okay, 5 Stück brauchen wir, 1 haben wir schon. Ich will mir aber nicht diese merkwürdigen Masken aufsetzen. Die finde ich irgendwie total belämmert. Ich bin überhaupt nicht der Fan von irgendwelchen Masken. Ich muss aber auch sagen, auch in echt nicht. Ich bin ja auch ein absoluter Karnevalsmuffel. Kann ich auch überhaupt gar nichts mit anfangen. So. Das hier wäre zum Beispiel auch noch der passende Sattel. Sieht man jetzt gerade schlecht. Und dieses T-Shirt. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie mit Stoffmalstiften ausgemalt. Ist jetzt auch nicht so wirklich meins. Aber ich finde es ganz cool, dass sie dieses Menü jetzt auch so ostermäßig angepasst haben. Das gab es letztes Jahr noch nicht. Und ich glaube, die verkauft hier diese Masken. Genau, und die verkauft nämlich auch neben diesem gekochten Ei und den Ostereiern verkauft die nämlich auch das Haustier. Ja, und eben diese Masken. Ja, die Häschenmasken, die sind ganz putzig. Gab's die? Oh Gott, nein, nicht die. Also wenn, dann maximal hier noch die hier. Ich würde mir ein helles Häschen wünschen, nicht so ein schwarzes. Das ist zwar auch irgendwie, es ist ganz knuffig, aber das sieht so... Das sieht mir so frühlingsmäßig aus. Ich hätte mir da lieber was gewünscht, oder was gewünscht, was mehr nach Frühling aussieht. Frühling! Ich bin mit Sicherheit schon an dem ein oder anderen Ei vorbeigeritten. So. Nein, dahinter ist nichts. Vielleicht doch hier irgendwo noch dahinter? Nee, hier ist aber auch nichts. Heieieiei. Huch. Gut versteckt alles dieses Jahr. Wollen wir mal hier hochreiten? Mal gucken, ob hier irgendwas ist bei der nervigen Big Bonnie. Nee. Wo sind denn die? Ja, Felix ist tatsächlich gar nicht so schlecht da drin, die Ostereier zu verstecken. Okay. Oder ich bin einfach nur blind. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Hier hinten war ich ja eigentlich schon, ne? Hier hinten ist aber noch eins. So, 3 von 5. 2 fehlen noch. Seht ihr schon kommen, wenn ich jetzt für jede Eiersuche bei jedem so lange brauche, dann werde ich in der Woche gar nicht fertig. Das wäre es natürlich noch. Das wäre ein bisschen peinlich, wäre das. Vielleicht auch noch bei Steve? Ich weiß es nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass hier hinten so überhaupt nichts ist. Wir gucken jetzt mal gerade bei Steve. Ich kann mir vorstellen, dass da eventuell auch noch irgendwo was versteckt ist. Weil meistens wird ja Steves Farm mit dazu gezählt.
Aber entweder ist das in diesem Fall nicht so. Oder der Gute wollte hier einfach nichts verstecken. Könnte natürlich auch sein. Ich bin noch gar nicht oben beim Ratsmann rumgeritten, ne? Hier ist aber auch nichts. Hm. Wo? Unterm Wagen ist auch nichts. Ich muss ja irgendwo noch zwei Stück übersehen haben. So, da komme ich nicht durch. Dafür sind unsere Pferde zu dick, sowohl der Huffy als auch das Quarter. Ja, jetzt hänge ich auch noch fest hier. GZ und so weiter. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn man einfach noch irgendwo festhängt. Ah, nervig. Okay. Da habe ich auch schon hintergeguckt gehabt. Ist hier irgendwie was? Hier ist auch nichts. Ja, wo sind denn die? Ich brauche einen Hinweis. Felix, hilf mir. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo hast du es alles nur versteckt, das ganze Zeugs? Ah, hier bin ich an einem dran vorbeigeritten. An dem letzten bin ich mit Sicherheit auch dran vorbeigeritten und ich habe es nicht gerafft. So. Gut, dass das hier nicht so ist wie in anderen Spielen. Bei World of Warcraft zum Beispiel, da gibt es ja auch, das heißt Nobelgartenfest. Auch ein total lustiges Event, da gibt es auch richtig coole Haustiere. Und da ist es zum Beispiel so, dass dort sind in den Anfangsgebieten, immer in den ersten Städten, wo man so hinkommt, von jedem Startgebiet, sind Eier versteckt. Und die Eier sind aber nicht für jeden da. Jeder muss die Eier wirklich, man muss sich quasi um die Eier prügeln, könnte man fast sagen. Also wenn jemand das Ei wegnimmt, dann ist es halt auch erstmal weg und kommt erst ein paar Minuten später wieder. Und das kann dann schon wirklich sehr nervenaufreibend sein, weil da gibt es dann auch so Erfolge, so Schokoholika, dass man aus diesen Eiern 100 Schokoeier erstmal rausbekommen muss. Ach, da hinten ist das letzte. Und die dann eben noch essen muss und Haustiere gibt es da und Kostüme und was nicht alles. Und dafür muss man dann halt die Eier finden und eben hoffen, dass man sie schneller anklickt als jemand anderes, weil ansonsten ist es halt weg und man muss wieder ein neues suchen. Das ging aber schnell. Es war nicht schwer. Naja, hoffentlich hattest du trotzdem Spaß. Und nun bekommst du ein Geschenk von mir. Es gibt noch viele andere Personen in Jorvik, die Eier versteckt haben. Reite herum und versuche, sie alle zu finden. Wir sehen uns, Dina, und frohe Ostern. Ja, vielen lieben Dank dir. Wir haben hier keine Reitererfahrung bekommen. Ich glaube, das ist generell... Oh, da war ein Goldhüfchen. Tironia. Ich glaube, das ist hier generell so, dass man... Was wollte ich sagen? Ich bin verwirrt heute. Ich bin verwirrt. Was heißt heute? Ich bin eigentlich immer verwirrt. Aber gut. Was wollte ich sagen? Verflixt. Das ist doch blöd. So, Frau Holdsworth. Ich würde sagen, Frau Holdsworth, da reiten wir als erstes hin. Weil das gerade mit einer der einzigen ist, wo ich mir gemerkt habe, wo wir hin können zum Eier suchen. So, als ich jung war, versteckten wir die Eier so gut, dass es Tage dauerte, alle zu finden. Zum Glück bin ich inzwischen zu alt dafür. Versuche, alle Eier zu finden, Dina, und viel Erfolg. Was habe ich eigentlich eben bekommen von dem Guten? Ach so, ein Löffelei, ein gekochtes Ei. Oh, ich muss ehrlich sagen, ich esse gerne schon mal ein gekochtes Ei. Ich habe jetzt letzte Woche tatsächlich an ein paar Tagen, war mein Abendessen, dass ich mir einfach ein Vollkornbrot gemacht habe und mir ein gekochtes Ei in Scheiben geschnitten da drauf gelegt habe. Das ist, manchmal liebe ich sowas. Wow, hier leckt es gerade. Ja, es ist natürlich sehr, sehr viel los. Ich glaube, der Großteil von euch hat Ferien. Es ist ja meistens so, dass man eine Woche vor Ostern und dann eine Woche nach Ostern Ferien hat. So, da war noch eins.
Es ist immer, ich finde es immer schwierig, weil man nie genau weiß, ups, in welchem Radius man die Eier suchen kann. Das wäre ganz cool, wenn hier auf der Map, was weiß ich, so ein grüner Kreis drumherum wäre, um die Fläche, wo man was finden kann, um das Gebiet. Weil hier hinten kann ich mit Sicherheit nichts mehr finden. Glaube ich nicht, dass hier noch irgendwas ist beim Chumpy-Platz. Zwei Stück haben wir gerade. Zwei Stück. Das heißt, drei brauchen wir noch. Ist hier oben vielleicht noch irgendwas direkt bei ihrem Haus? Kommen wir hier hinten rum? Ja. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, Honey. Wo mögen die anderen sein? Vielleicht hier vorne auf dem Bootssteg? Nö. Hier? Auch nö. Das ist tatsächlich schwerer, als man glauben mag. Man muss ja halt wirklich ein bisschen weiträumiger anscheinend drumherum reiten. Sind wir hier auch schon wieder beim Moorland? Tja. Schwierig. Da ist noch eins. Yay, Ei Nummer 3. Okay. Ups, da war ein Baum. Ja, wir haben einen Baum gefunden. Kann hier auch noch irgendwo was sein? Ja. Ich stelle mich ganz schön blöd an. Vielleicht doch hier hinten noch irgendwo im Gebüsch? Warte mal, war da gerade eins oder tat das nur so? Oh Gott, mein Platz zu der Festplatte ist bald schon voll. Verflixt, ich nehme zu lange auf. Ich muss jetzt die Eier schnell suchen. Das Problem ist, wenn die Festplatte voll ist, dann muss ich halt echt die Aufnahme beenden. Okay, es ist jetzt nicht so tragisch, wenn ich jetzt die letzten beiden Eier noch im Off suchen würde, weil die sowieso immer bei jemandem woanders sind. Die sind nie bei allen gleich. Hier haben wir noch eins. Komm, 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 das letzte noch. Das wäre jetzt cool, wenn wir das noch finden würden. Die sind sowieso immer bei jedem woanders. Aber... prinzipiell würde ich trotzdem halt gerne alle mit euch finden. Ist vielleicht hier hinten noch eins? Das wäre es jetzt, wenn ich hier die ganze Zeit drum rumgeritten wäre. Nee, sieht aber nicht so aus. Nee, sieht nicht so aus. Ich brauche eine größere Festplatte. Aber die kriege ich erst rein, wenn die Grafikkarte endlich da ist. Und die hat momentan noch keinen Liefertermin. Ist zwar vorbestellt, aber ich habe noch keinen Liefertermin. Weil die noch nicht erschienen ist. Ah, da war's. Wir haben's. Oh mein Gott, ich hab's. So, mal gucken, was wir jetzt hier bekommen bei der guten Frau Holdsworth. Ah, du hast dir alle finden können. Gut gemacht. Bitte sehr, dein Preisdiener. Frohe Ostern. Wir haben ein Kleidchen bekommen. Blumiges Frühlingskleid. Mit Reiten plus 8, Springen plus 1, Befehl plus 4. Es ist sogar championatstauglich. Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist Dekaden muss das her sein, dass wir das letzte Mal was bekommen haben, was championatstauglich ist. So, wie sieht denn das aus? Das ist eigentlich sogar ganz hübsch, finde ich. In so einem roten Volant-Röckchen. Na, hier, das sind so ein paar Lagen übereinander. Das sieht eigentlich tatsächlich ganz süß aus. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt noch zeigen. Ja, kann ich. Ja, ist doch süß. Ich finde das knuffig, das Kleid. Was sagt ihr? Ich glaube, das lasse ich tatsächlich mal an. Auch wenn ich eigentlich nicht so der Kleidertyp bin. Aber das ist wirklich schick. Also von daher, ihr Lieben, mit einem Blick auf die Festplatte. Das war's für heute erstmal. Danke fürs Zuschauen. Und bis morgen zur nächsten Osterfolge. Tschüss.